Servus Leute! Vor über einem Monat habe ich das Video gemacht mit Hühnern starten, wo ich 11 verschiedene Hühnerleute interviewt habe zu ihren Erfahrungen, wie das damals so war, als sie mit den Hühnern angefangen haben. Warum haben sie sich Hühner geholt? Wie hat sich alles entwickelt? Gute und schlechte Erfahrungen beim Hühnerkauf und verschiedene Erfahrungen mit Rassen. Das Video war echt cool, sehr menschen- und auch sehr hühnerbunt und darum möchte ich davon jetzt noch mindestens 2 Teile machen. Und der liebe Zeus und ich, wir sind jetzt schon wieder unterwegs für Teil 2 und Teil 3 und haben schon fast 20 Leute schon wieder interviewt zu dem Thema. Und jetzt im zweiten Teil möchte ich so eine Art Influencer Edition machen. Hier kommen jetzt bekannte Gesichter von YouTube und Instagram, die Hühner halten. Ich war zum Beispiel auch beim Garten-YouTuber-Treffen beim Selbstversorger Rigotti und da konnte ich gleich 4 Hühner halt interviewen mit unterschiedlichen Bekanntheitsgraden. Arts Garden war da dabei, die Jen von Garten- und Gemüsekiosk, die Marie von Wurzelwerk und natürlich auch der Florian selber, der ja auch ein bekannter Hühnerhalter ist. Und ich habe dann außerdem noch einen Rising Star, einen Newcomer, der gerade anfängt mit YouTube, bei sich zu Hause besucht. Er hält auch Hühner und Gärtner, und zwar den Andreas. Und außerdem ist dann noch von Instagram Hühnerparadies dabei. Und vielleicht haben aufmerksame Betrachter schon erkannt, dass ich hier auch gerade im Hühnerparadies bin. Von der Verena, sie wird dieses Jahr noch die 10.000 Follower erreichen und nächstes Jahr ihr erstes Buch mit Hühnerfutterrezepten rausbringen. Also 6 tolle Hühnerhalter, 6 bekannte Hühnerhalter. Und auch der dritte Teil, der wird dann wieder richtig toll. Da ist dann wieder alles so ein bisschen querbeet. Wir sind also im Rigotti-Garten auf der Suche nach hühnerbegeisterten YouTubern. Davon soll es ja gar nicht wenige geben. Hier hält zum Beispiel Dominik Schreiber einen Vortrag über Obstkrankheiten. Hühner hält dann noch keine. Probiere ich es vielleicht einfach mal direkt mit dem Florian selber. So ein braver. Ja, der super. Happy Hund. Da schweift man gleich wieder zu den Hunden ab, gell? Aber ja. Ich wollte dich eigentlich fragen, Florian, du bist ja als Selbstversorger auch schon seit Jahren erfahrener Hühnerhalter. Ja. Wie war denn das bei dir damals? Warum hast du mit den Hühnern gestartet und was hast du da so für Erfahrungen eigentlich? Kannst du da vielleicht auch so positive, negative Sachen für meine Zuschauer berichten? Ja, also ich bin aufs Land gezogen von München und hatte so Lust, Hühner zu halten, weil es ist einfach, die eigenen Eier. Mhm. Ich muss zugeben, ich habe mit F1-Hybrid-Hühnern, mit den Braunen angefangen, weil ich mich nicht auskannte. Ich wusste gar nicht, dass gemütlich es so vom Charakter her. Die waren echt gut. Und ich hatte sie dann in einem ziemlich kleinen Garten bei mir direkt am Haus und hatte so einen Stall gebaut, angebaut ans Haus. Ja. Und ich gucke aus dem Küchenfenster raus und sehe meine Hühner. Und das war so schön. Ah, das war also ein Lifestyle für dich, auch Lebensgefühl. Unglaublich, ja. Und das wirklich so, ich war schon immer Landmensch, war aber von der Stadt dann rausgekommen aufs Land und dann hatte ich meine Hühner. Ein Hühner-TV quasi. So. Ja, und jetzt sind deine Hühner ja auch gefiederte YouTube-Stars geworden. Ja, du hast ja jetzt, glaube ich, auch schon viele andere Selbstversorger dafür begeistert, dass die sich neben dem Gemüse auch Hühner holen. Ja, bin natürlich ganz schnell weg von den F1-Hybriden dann und habe mir dann Brahmas geholt, und zwar die schwarz-weißen. Schön. Die Columbia. Wunderschön, habe ich mich ja echt verliebt, muss und ich sagen. Und Ruhe, Bolege. Unglaublich und riesig und hübsch und die waren echt toll. Dann kam leider der Marder in der Nacht. Ach, hat sie, das hattest du auch schon. Alle gekillt und sie lagen dann da. Oh, das war auch das schlimm. Das ist so eine Erfahrung, wo man gern drauf verzichten würde, oder? Fürchterlich. Aber gut, das Schuld lag an mir. Ich hatte es nicht richtig zugemacht. Was hast du dann gemacht, also gegen den Marder? Weil das wird sicher meine Zuschauer auch interessieren. Automatische Hühnerklappe kann ich nur empfehlen, weil man vergisst es dann doch mal zuzumachen am Abend oder man fährt mal weg oder ist nicht da. Ne? Automatische Hühnerklappe ist so gut und die ist sicher und seitdem ist auch so gut wie nichts mehr passiert, außer ich hatte meinen Stromausfall, die Tür zum Hühnerstall war nicht richtig offen, da kam der Fuchs auch nachts rein, ist mir mal passiert. Also immer selbstverschuldet, aber also wenn man ein bisschen aufpasst. Stall dicht machen ist wichtig, Marder dicht. Ich habe mal den Trick gehört, vielleicht sogar von dir, Robert, das weiß ich gar nicht genau. Da, wo ein Hühnerei durchpasst, passt auch ein Marder durch. Ja, also alles zumachen, alles dicht machen. Das ist wirklich so, ja.
Ja, und du hast ja jetzt auch die Puten da und da hört man ja immer wieder, dass die Greifvögel abschrecken. Das ist ja eigentlich auch sehr spannend. Greifvögel habe ich zum Glück kein Problem mehr, seitdem ich ein Netz über meinen Auslauf gemacht habe, mit engeren Maschenweite. Deinen Auslauf zeigen, weil der ist okay. Nämlich auch cool. Du hast das ja richtig schön auch bewachsen mit Kletterpflanzen, ja, und so. Dass sie Schatten hast haben. Du da noch so einen Pflanzentipp vielleicht, was sich da so eignet für einen Hühnerzaun? Oder? Also was als Tipp, was ich geben kann, ist, wenn man Bohnen bepflanzt. Einfach Bohnen wachsen ziemlich schnell, wachsen alles dicht und sie haben im Sommer schönen Schatten. Und man kann von innen dann wunderbar die Schoten ernten, wenn die reif sind. Die blühen auch teilweise so schön. Sie blühen also dazu noch schön. Feuerbohnen oder so. Ja. Ja, super. Also das ist okay. Ansonsten habe ich einen Knöterich wachsen, weil der das wirklich dicht macht. Und das ist schon so eine Matte da auf dem Auslauf. Und sie haben einen wunderbaren Schatten. Und das lieben die da, wenn es heiß ist, da im Schatten zu liegen, in einem Sand zu baden. Also Florian, du hast ja über die Jahre eben verschiedenste Rassen ausprobiert. Was würdest du jetzt so für Selbstversorger zum Beispiel empfehlen an Hühnerrassen? Was ich super toll finde, womit ich total zufrieden bin, sind Mechelner. Mechelner ist eine Zweinutzungsrasse. Sie wachsen, es wächst unheimlich schnell und viel Fleisch dran. Also zum Schlachten wäre es nicht schlecht, wenn man selber Nachwuchs hat. Die Hälfte sind Hähne. Ne? Ja, genau. Wohin damit? Also, das heißt, Selbstversorger natürlich toll, weil super viel Fleisch. Besseres Fleisch gibt es nicht, oder? Ja, super viel Fleisch dran. Und sie sind gemütlich. Sie sind total, ist eine total nette, gemütliche, ruhige Rasse. Und gute Eierleger auch. Also bin total zufrieden mit denen. Ach, cool, die so toll. Das freut mich, weil die könnten auch so einen kleinen Aufwind gebrauchen. Ja. Hattest du bei denen jetzt zum Beispiel schon mal Glucken? Ja, ja, die brüten ganz gut auch. Cool. Ja. Also eigentlich so, da hat man eigentlich das Gesamtpaket. Einzige Nachteil, sie sind so ein bisschen tapsig. Ah. Wenn sie glucken, es kann mal passieren, dass sie ein Ei zertreten. Ja. Weil sie einfach auch schwerer sind. Ja. Gell? Ja. Ja. Also Wahnsinn, super tolle Tipps. Leute, schaut beim Florian am Kanal vorbei, aber ich glaube, ihr habt ihn eh schon alle abonniert. Aber ihr findet natürlich den Link im Beschreibungstext und ich wünsche dir einfach weiterhin viel Freude mit deinem Garten, mit der Selbstversorgung Vielen und mit Dank. Den Hühnern. Und jetzt brauchst du bloß noch einen Hund. Ja, also den würde ich sofort behalten. Na Zeus, bleibst du hier? Oh. Ziehst du einen anderen bayerischen Teil? Hey, was sagst du? Natürlich bleibt Zeus mein Happy Hund, aber was meint ihr? Was für eine Hunderasse würde denn zum Florian passen? Welcher Hund würde sich im Rigottiland wohlfühlen? Zeus war übrigens nicht der einzige Hund beim Garten-YouTuber-Treffen. Auch Sarah von Uhlenbuschgarten hatte ihre beiden Hündinnen mit. Eine davon ein geretteter Auslandshund, die andere eine neugierige Border Collie-Dame. Und beide spielten begeistert mit dem lieben Zeus. Aber weiter geht's wieder mit dem Thema Hühner. Zeus schon wieder Flirt-Attacke hier. Leute, ihr kennt ja bestimmt Wurzelwerk, vor allem wenn ihr euch gärtnerisch interessiert. Und bei Wurzelwerk laufen auch ein paar Hühner rum. Darf ich dich mal fragen, wie war denn das bei dir so? Wie bist denn du aufs Huhn gekommen? Ich habe auf dem Bauernhof gearbeitet und da waren zwei Hühner aussortiert sozusagen. Ja. Die sollten geschlachtet werden, weil die krank waren. Und die haben mir so leid getan, dass ich die heimlich, oh, hoffentlich schaut der nicht zu, weil ich habe sie nie gebeichtet, in den Karton gestopft und mit nach Hause genommen habe. Und dann waren zwei andere Hühner gestorben in dem Hühnerstall und die habe ich da hingelegt, so als ob die gestorben wären, die da Raffiniert. waren. Also du hast die nicht nur gerettet, du hast auch dafür gesorgt, dass das niemand merkt. Ja. Klasse. Ja. Und ist es dir gelungen, die wieder aufzubauen? Das eine ja, das andere nein. Das eine hatte die Pinguinkrankheit und ich weiß nicht, gibt es dafür einen Fachbegriff? Ich weiß ihn jetzt nicht. Also, oh Gott, ich rede eine Minute mit dir und dann hast du schon was Happy Huhn nicht weiß. Pinguinkrankheit, glaube ich, Legenot, oder? Wenn ja, sie ein genau, Ei nicht legen ja, können und dann wie so ein Pinguin so verkrampft dastehen, übel anzusehen. Jetzt hat keinen Bock mehr. Das macht nichts, da kommt aber zu mir. Das andere war das liebste und zahmste Huhn, das ich je hatte. Das ist wirklich die ganze Zeit nicht von meinem Schoß runtergehüpft. Also du warst dann verliebt in die Hühner. Ich war total verliebt und dann sind die auch, am Anfang haben die noch im Badezimmer gewohnt und dann tagsüber im Garten. Macht cool. Weil ich halt nichts hatte. Ich habe die ganz spontan mitgenommen und jetzt habe ich so 5-6 Stück immer. Hast du so eine bunte Truppe oder immer wieder gerettet oder hast du auch Rassen? Eigentlich immer so gebraucht von eBay Kleinanzeigen bekommen.
Aber schon immer coole Rassen. Also jetzt auch schwedische Ispa. Ach, die sind toll. Hab ich gerne. Dann hast du ja eigentlich so einen bunten Eierkorb immer. Ja, ja, genau. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit Nutzpflanzen, Kräutern und solchen Sachen. Gibt es irgendwas, was du gerne für die Hühner anbaust oder anderen empfehlen würdest, anzubauen für das Federvieh? Ich baue Oregano an, das ist wahrscheinlich der Klassiker. Genau, liebe ich auch. Ja. Natürliches Antibiotikum. Ja. Fütterst du das auch schon vorbeugend einfach so? Ja, genau. Ich gebe denen gerne mal einfach sowas mit in das Futter rein. Also hast du auch die Erfahrung gemacht, weil immer alle jammern, der Oregano wuchert so. Als Hühnerhalter kann man nicht genug Oregano haben. Nee. Also Leute, schaut bei ihr vorbei auf dem Kanal. Da laufen auch mal Hühner durch. Absolut abonnierenswert. Und ich danke dir für das Interview. Danke, dass ich da sein durfte. Weiterhin viel Freude an der Hühnerhaltung auch. Danke. Und hast du, glaube ich, auch Ziegen? Ich habe auch Ziegen. Ah, ja. Finde ich auch sehr cool. Ja. Also, tschüss. Und Zeus, hast du wieder geflirtet? Ich habe es genau gesehen. So, wir kämpfen uns weiter durch das blühende Rigotti-Paradies auf der Suche nach dem nächsten Hühnerfan. Hier wird gerade ein Livestream gemacht, aber ich glaube, die Jen von Garten- und Gemüsekiosk hat Zeit. Noch ein bekanntes Gesicht, das Zeus heute als mein Moderator hier interviewen darf. Es geht natürlich immer noch um die Hühner und ich wollte dich eben auch fragen, weil ich gesehen habe, du hast tolle Hühner, richtige Happy-Hühner, die auch gut gehalten werden. Wie hast denn du mit den Hühnern gestartet oder wie hat es bei dir angefangen? Hühner wollte ich eigentlich erst gar nicht haben, aber mein Mann wollte sie haben und dann habe ich doch zugestimmt und ich bin jetzt doch sehr glücklich drum, denn wir haben bei uns eine total ganz bunte Herde, auch eine hohe Fluktuation, nicht eine hohe, aber eine Fluktuation über die Jahre dabei, vor allen Dingen, weil wir am Anfang halt nicht viel Ahnung hatten und dann mal auf dem hiesigen Geflügelmarkt waren und dachten, wir hätten so alte Rassen erwischt und die leider dann recht schnell nach ein paar Jahren direkt schon in den Himmel gegangen sind und wir dachten, was ist los? Die waren voll ausgelaugt wahrscheinlich oder so, gell? Genau, das war dann wahrscheinlich nicht wirklich eine alte Rasse und mit der Zeit haben wir dann doch schon andere Hühner und andere Quellen auch bekommen und sind dann gelandet und das sind für mich immer noch aktuell die tollsten, die Brahma-Hühner, ganz, ganz schön. Die, weil die sanften auch, Riesen. Absolut. Und die sind so ruhig und so entspannt und so kuschelig und eben auch die Seidis, also die Seidenhühner. Und das ist eine tolle Mischung. Wir haben die auch alle bunt zusammen auf der Wiese und das klappt richtig gut. Also das würde ich deine immer wieder so machen. Hühner sind ja auch so manchmal so ein bisschen auf deinem YouTube-Kanal so ein bisschen Co-Stars und man sieht sie mal so durchs Bild huschen. Da du ja auch gärtnerisch sehr viel Erfahrung hast, hast du so ein bestimmtes Heilkraut oder eine bestimmte Nutzpflanze, wo du sagst, das könnte man direkt, wenn man mit Hühner startet, schon für die Hühner extra anbauen? Oh, gute Frage. Ich glaube, unsere Hühner partizipieren vom kompletten Gemüseanbau. Also alles, was wir anbauen, kriegen die immer was von ab. Alleine beim Salat, die Blätter drumherum. Oder Zwiebeln essen sie unheimlich gerne, echt, wenn sie das so zupfen. Oder Schnittlauch, das essen sie sehr gerne. Und die probieren eigentlich alles mit. Was sie immer bekommen, ist Oregano, so als Heilkraut. Aber ich muss schon zugeben, das ist sehr inspirierend mit den Nestkräutern. Da werde ich, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr noch nachschauen. Weil das wir passt super zu deinem Kanal. Also, ja, mich interessiert es auch. Ja. Also hast du auch noch so Wunschhühnerrassen oder gibt es so eine Hühnerrasse, wo du denkst, die würde ich jetzt auch gerne nochmal halten in meinem Leben und einfach mal schauen, wie die so sind? Ich glaube, da bin ich total offen. Mir geht es da mehr um die Persönlichkeit. Also die Rasse ist mir eigentlich egal. Selbst die Hybriden haben wir auch, so von Rettet das Huhn. Sind ja nett vom Charakter her, die Hybriden. Ja, wobei, du merkst sehr, dass die sich durchsetzen müssen. Das waren jetzt welche von der Bio-Freilandhaltung. Und die sind trotzdem so energiegeladen und die haben so einen Umsatz, die sind so auf Eierlegen. Ja, so Hochleistungstiere getrimmt. Einfach. Genau. Gell? Das ist dann too much. Aber man will es ja alles ein bisschen nachhaltig machen. Ja, und die sind auch im Umgang mit den anderen Hühnern so, so dominant, dass ich da manchmal Schwierigkeiten habe, die zusammenzusetzen. Ja. Brahma und Seidenhühner sind ja zwei Rassen, wo auch für guten Glucktrieb bekannt sind. Also wer ist bei dir so die bessere Mutter oder hattest du schon Glucken? Wir sind gerade aktuell dabei und ach, tatsächlich nein. Ist es ganz geheim, jetzt habe ich es aber gesagt, wir haben gerade eine Brahma-Dame, die hat gegluckt und es sind tatsächlich auch drei rausgekommen. Es hat sich ergeben, ein Zufall, ganz verschieden und die macht das so toll. Ach, toll. Die ist mit denen jetzt in den Buschbohnen unterwegs und es klappt einfach richtig toll, die macht das super. Ach, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Aufzucht der Küken und weiterhin viel Freude mit der Hühnerhaltung, aber vor allem auch weiter so mit deinem Kanal, der einfach echt genial ist. Der natürlich verlinkt ist unten, also vielen Dank. Ich danke dir. Also wir sind noch immer beim Rigotti, Zeus und ich, und Zeus hat sich jetzt wieder wen zum Streicheln angelacht. Arts Garden. Macht man doch gerne. Du bist ja auch Hühnerhalter. Ja, genau. Jetzt habe ich mir gedacht, ich frage dich doch auch gleich einmal, wie bist denn du eigentlich aufs Huhn gekommen? Wie war das bei dir damals so?
Also ich bin eigentlich durch meine Eltern da drauf gekommen. Mhm. Wir hatten schon meine ganze Kindheit immer Hühner. Am Anfang halt immer die ganz normalen Lohmann-Hennen, diese Hybrid-Hennen. Ja. Und davon wollte ich dann halt irgendwann weg, als ich gemerkt habe, was dahinter steckt, ne? Welche Thematik und was das alles bedeutet. Ja, und jetzt habe ich Sussex und Ayam Shimani zu Hause. Ach cool, ja. Ja, zwei mega konträre Rassen, oder? Ja, genau. Also die sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Die Ayam Shimani sind relativ klein, flink und sind nur am Rumrennen. Und die Sussex sind halt so eher ruhig. Ne? So richtige Hühner, wie man sich's vorstellt. Ja, genau. Ja. Und wie ist es dir denn so gegangen, jetzt zum Beispiel beim Hühnerkaufen? Also eher gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen oder? Ja, ich habe eigentlich immer relativ gute Erfahrungen gemacht, weil wir einen Hühnerzüchter haben. So der Hühnerzüchter des Vertrauens, so sage ich mal. Ach cool. Und da kriegt man halt immer alles. Die Tiere sind kerngesund und jetzt habe ich auch angefangen, dann so irgendwie auf eBay oder so zu gucken, bei anderen Leuten, die halt auch Hühner halten und dann da vielleicht irgendwie zu tauschen oder, ja. Also du bleibst am Thema dran und bist begeistert mit den Hühnern. Ja, auf jeden Fall. Also Hühner kann ich jedem nur empfehlen. Also das ist wirklich, das sind Tiere, die einfach schön sind und auch noch ein bisschen was bringen, ne? Natürlich die Eier. Diese Kombination, oder? Aus Nutztier und eigentlich auch ein faszinierendes Haustier. Ja, genau. Und der Mist ist natürlich auch gut fürs Beet, ne? So ist ja, und du gärtnerst ja auch sehr viel. Gibt es zum Beispiel auch Sachen, die du anbaust, wo du so beim Anbauen schon weißt, da kriegen jetzt sicher einen Teil davon die Hühner, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Die kriegen eigentlich von allem immer ein bisschen was ab. So, wenn ich Kohl ernte, bekommen die das Grün. Oder wenn der Salat schießt, also in Blüte geht, ne, bekommen die das natürlich auch immer. Und man muss halt kein schlechtes Gewissen haben, wenn man irgendwie Essen wegschmeißt, weil es wird halt noch verwertet. Das ist halt auch immer so was ganz Schönes. Mega, ne? Nachhaltig. Ja. Hast du noch so einen besonderen Tipp, weil du bist ja auch Garten-YouTuber und hast einen tollen YouTube-Kanal, den ich natürlich verlinken werde. Danke. Hast du noch so einen besonderen Tipp, was deine Hühner jetzt zum Beispiel von dem selbst angebauten besonders gerne fressen? Was lieben die Hühner? Oder was lieben deine Hühner? Also die mögen Zucchinis ganz gerne. Ah, Zucchinis. Ja. Meine gar nicht. Ne? Ne, gut zu wissen, dass es bei anderen fressen. Okay. Oder halt Melone essen die super gerne. Ja, ne? Ja. Natürlich, das ist in meinem Sommer so ein Snack. Ja. Da die, wenn ich welche ernten kann, benutze ich natürlich für mich lieber. Ne? Ja. Da kriegen die Hühner nichts von ab. Aber so, wenn man halt mal irgendwie was kauft und ein bisschen was über ist. So. Kommt gut an. Ja, auf jeden Fall. Aber sonst halt alles grün. Ne? Salat und so, das wird direkt aufgefressen. Ach schön, das freut mich. Also ich kann dir nur sagen, danke, dass ich dich kurz interviewen durfte. Und Leute, schaut mal bei ihm vorbei. Echter toller Kanal. Ja, vielen Dank, würde mich freuen. Alles Gute. Und Zeus, bleibst du jetzt da? Gell? Jetzt kriege ich dich wahrscheinlich nicht mehr zurück. Mai. Ja, der hat dich direkt ins Herz geschlossen, glaube ich. Schau mal, wie er grinst. Also du kannst ja jetzt nicht sehen, aber Hauptsache er wird gestreichelt. Ja, das waren jetzt meine Aufnahmen vom Garten-YouTuber-Treffen beim Selbstversorger Rigotti. Ich will nächstes Jahr unbedingt wieder dabei sein und es war echt toll, so viele Garten-YouTuber, aber eben auch Hühnerhalter zu treffen. Und vielleicht kann ich ja beim nächsten Garten-YouTuber-Treffen wieder weitere Hühnerhalter für Interviews gewinnen, denn wie sich herausgestellt hat, haben viele Leute, die dort dabei waren, eben auch Hühner zu Hause. Jetzt kommen wir mal ins Nachbarland von Deutschland, nach Österreich. Und zwar in die schöne Wachau in Niederösterreich, in den Weinbergen und Aprikosenplantagen der Wachau, so ein bisschen im Hinterland. Dort gärtnert der Andreas Stöckelhuber. Er hat auch Hühner, züchtet auch die Rassen Marans und Steinpüpperl. Und bei ihm, der Besuch, der war auch wirklich wunderschön. Ich war schon bei der Hinfahrt total geflasht von der schönen Landschaft. An der Donau hat mir doch dann tatsächlich ein Kapitän mit seiner Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaftskapitänmütze zugewunken, aber ich war eher für die Weinberge zu begeistern und musste dann einfach auch mal stehen bleiben, um diese schöne Idylle zu genießen. Aber ich hatte ja ein Ziel und auch der Garten von Andreas war direkt die Idylle pur. Kartoffelfelder, Mangold, Salate, Sonnenblumen, Kraut, verschiedenste Heilkräuter. Es hat sich eine Vielfalt in diesem Garten gefunden, der gleichzeitig aber eben auch noch in eine tolle Natur- und Kulturlandschaft eingebettet ist. Und die Hühner fallen auf den ersten Blick erstmal gar nicht auf. Sie sind sehr schön in das Gesamtbild integriert mit den Ställen. Schauen wir mal, was Andreas zu sagen hat. Andreas, schön, dass ich dich auch interviewen darf zu dem Thema. Total schön hast du es hier.
Du hast ja jetzt Marans und Steinpipal, aber wie war denn eigentlich dein Weg, so dein Start in die Hühnerhaltung? Anfangs ist meine Frau auf die Idee gekommen, Hühner zu halten. Mhm. Ich war anfangs eigentlich sehr dagegen, da ich mir dachte, Eier gibt es so günstig zu bekommen und dann ist man in Urlaub eingeschränkt. Und deshalb dachte ich mir, keine gute Idee. Ja. Aber wie wir dann die ersten drei Hühner im Garten gehabt haben, habe ich mich irgendwie mit dem Hühnervirus infiziert. Und dann waren es irgendwann deine Hühner, oder? Genau. Und jetzt bin ich der, der eigentlich alles mit den Hühnern macht. Und jetzt sind wir schon angewachsen auf 30 Hühner circa. Ah, cool. Ja. Mit was für Hühnern hast du angefangen damals? Meine ersten Hühner waren Hybridhühner vom Geflügelhändler. Da kann ich auch gleich meine erste schlechte Erfahrung erzählen. Ja, bitte gerne, her damit. Ich dachte mir, beim ersten Hühnerkauf nehme ich meine ganze Familie mit, ja, dass es ja was Schönes sein soll. Im Endeffekt war das dann aber eine ziemlich schlechte Erfahrung, denn okay, der Geflügelhändler hatte im Keller so eine Käfighaltung mit den 20 Rassen, die er gehabt hat. Und der hat dann die Rassen, die wir uns ausgesucht haben, vor den Kindern an den Füßen herausgezogen aus den Käfigen. Mhm. Dann waren die gleich einmal irritiert wahrscheinlich. Genau, ja. Und das war halt nicht so schön und im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, nimmst du sie mit und rettest du sie, aber in Wirklichkeit unterstützt man ja dann nur solche Umstände. Ja, das stimmt, also gerade die Händler, da gibt es echt solche und solche und das ist dann für die Kinder natürlich erst einmal so ein Schock, wenn man so denkt, Hühner sind sowas total Nettes, das ist was Schönes jetzt, die ersten Hühner aussuchen und dann passiert eigentlich sowas. Ja. Hast du von den ersten Hühnern, hast du die noch oder wahrscheinlich nimmer, oder? Nein, die Hybriden sind mir leider alle weggestorben. Mhm. Echt? Okay, wie lange haben die so durchgehalten? Meistens nur ein Jahr. Echt? Also ja, wirklich so, wie man es immer hört? Genau. Und wie bist du dann auf die Rassen gekommen, die du jetzt hast? Weil Steinpipal und Marans sind ja zwei sehr konträre Rassen, muss man jetzt sagen. Ja, die Steinpipal habe ich bei dir bei Happy Huhn bei Karin gesehen. Ah, cool. Rassegeflügelzuchtreiter. Ja. Die war im ersten Teil mit dabei. Cool. Genau. Und das war gleich eine positive Erfahrung beim Hühnerkauf, die ich gehabt habe. Oh, Glück gehabt. Da bin ich auch mit der ganzen Familie hingefahren, ziemlich weit. Und das hat aber so schön funktioniert und das war so eine schöne Anlage und die hat uns eine Führung gemacht mit den, auch mit den Kindern, den ganzen Nandos und alles gezeigt. Mhm. Das war richtig eine schöne Erfahrung. Ja, cool. Okay, also du hast einfach alles schon dabei gehabt, von guten bis schlechten Züchtern, den typischen Händler am Anfang, ja, genau, sehr cool. Was mir jetzt aufgefallen ist bei dir, generell natürlich, dass dein Garten sehr gepflegt ist, aber das wusste ich schon von YouTube, da du ja auch einen YouTube-Kanal hast, aber deine Ställe sehen auch sehr besonders aus. Wo hast du diese Hühnerställe her? Die baue ich selber, da habe ich mir ein Konzept überlegt. Ja. Ein Konzept, das sehr milbenunfreundlich ist, damit ja, dass die Milben nicht so leicht haben, sich einzunisten. Aha. Und habe ich sicher ein Jahr lang daran gearbeitet, aber mit dem Ergebnis bin ich jetzt sehr zufrieden. Ja, also es sieht mega cool aus. Also wenn ich darf, würde ich das Video noch ein bisschen ausklingen lassen oder sagen wir deinen Beitrag mit ein paar Szenen aus deinem Hühnergarten. Ja, das wäre schön. Und ich danke dir auf jeden Fall für deinen Erfahrungsbericht. Das ist eine tolle Bereicherung für dieses Videothema. Gerne. Auch weiterhin viel Erfolg mit deinem YouTube-Kanal. Leute, im Beschreibungstext findet ihr den Kanal direkt verlinkt. Ich glaube, der Andreas freut sich über hühnerbegeisterte Follower. Genau. Beim Gartenrundgang bleibe ich dann doch nochmal bei den Hühnerställen hängen. Gerade diese kleinere Variante, wo er jetzt noch keine Tiere drin hat, finde ich auch sehr spannend. Automatische Hühnerklappe ist dabei, wie wir vom Florian vorhin gehört haben. Ein sehr nützliches und hilfreiches Gimmick. Der Stall ist erhöht, sodass sich keine Ratten drunter einnisten können. An Belüftung ist gedacht, eine Dachrinne ist da. Also wirklich sehr clever. Ich habe den Andreas dann doch nochmal gebeten, mir den Stall näher zu erklären, obwohl der Dreh ja eigentlich schon beendet war. Aber das muss jetzt einfach sein. Die Sitzstangen sind auch sehr cool, die sind nämlich milbenunfreundlich. Die Milben müssen durch so kleine Behälter, um an die Hühner zu gelangen, in denen Kieselgur ist, was sie dann nicht machen. Hm, das schaut echt cool aus, total sauber hast. Du hast jetzt aber gerade ausgemistet, oder? Ja, das stimmt. Aber es ist im Normalfall auch jetzt nicht so schlimm. Ja. Dann diese Futterautomaten funktionieren auch super. Mhm. Und hier wieder die Legenester in verschiedenen Höhen angebracht. Das ist ja auch clever, da hast du jetzt quasi einfach ein Netz gespannt, schön, ja, sodass sich da kein Huhn verfängt und dann haben eigentlich die Hühner quasi den Luftraum vom ganzen Stall. Genau, und habe aber trotzdem den Vorteil, wenn jetzt wer zum Beispiel sagen
würde gerne einen Marans und einen Steinpipperlhuhn haben, dann würden sich die trotzdem kennen. Ja. Weil sie sich ja quasi ständig sehen im Stall und im Gehege. Mhm. Und ja, cool. Sieht alles sehr hühnerfreundlich aus. Ist ein sehr helles Stallklima hier drinnen auch. Also ich finde. Da man mit dem Andreas noch lange über die Ställe weiterreden könnte, haben wir beschlossen, für einen gemeinsamen Dreh zu Ideen für Hühnerställe auch etwas mit seinen Ställen zu machen. Also da kommt bald noch mehr auf meinem Kanal. Hier sind jetzt noch zum Ausklang die Maranshühner vom Andreas zu sehen. Er hat sie in Blau und Schwarz und natürlich auch die aus dieser Zucht resultierenden splashfarbenen Marans. Hier kommt noch der Hahn ins Bild. Also ich glaube, es ist hier wirklich eine tolle Hühneridylle und auf jeden Fall ein YouTuber, von dem noch viel Spannendes zu erwarten ist. Schaut echt mal vorbei. Jetzt wieder ein Szenewechsel. Wir sind im Hühnerparadies von Verena, also ganz am Anfang. Verena hat vor kurzem stark vernachlässigte Antwerpener Bartzwerge übernommen, deren Besitzer war nämlich verstorben. Die fressen hier gerade gemeinsam mit ein paar bayerischen Landzwergen eines von Verenas neuen Futterrezepten. Sie ist Influencerin und zwar hauptsächlich auf Instagram, wo sie auf die 10.000 Follower zusteuert, und ihre Hühnerfutterrezepte zum selber Nachmachen, die sind auch in meinen Happy Huhn Kalenderbüchern immer für viele Leser das absolute Highlight. Verena stiehlt mir manchmal die Show und das finde ich cool, denn sie ist eine meiner allerbesten Freundinnen und ich liebe sie einfach und ihre Hühner. Und bei Zeus geht Liebe ja auch durch den Magen, den hat sie mit einem Hühnerfutterrezept geködert, das auch er kosten durfte, mit salzfrei gekochten Nudeln, Hüttenkäse und verschiedenen Kräutern und Brennnessel. Das tut auch dem Hund gut. So, jetzt bin ich hier bei Hühnerparadies, bei der Verena, die zum Beispiel moderne englische Zwergkämpfer hat, verschiedene andere Zwergrassen, und jetzt frage ich einfach mal die Verena. Verena, wie war denn das bei dir so, als du mit Hühnern angefangen hast? Ja, als ich mit Hühnern angefangen habe, so wollte ich gar keine Hühner. Das ist ja ganz der Spaß, gell? Da hat mir die ganze restliche Familie überredet. Und dann habe ich mir eingebildet, ich bin Sulmtaler. Und da bin ich dann wirklich bei uns in der Zeitung auf eine Anzeige gestoßen und auf einen Züchter. Und dann sind wir da hin und da hat auch Weihendotten gehabt, aber große. Und dann waren meine ersten Hühner 3 Sulmtaler und eine Zwergweihendotte, eine große. Und 2 Hähne hat er mir angerannt. Also, ja, einen Hahn habe ich mir überreden lassen und beim zweiten hat er es nicht genau sagen können. Mhm, ja, gerade bei den Sulmtaler, wo man es so gut sieht. Nein, bei den Weihendotten war das. Ach so. Und ja, das waren dann meine ersten Hühner und den Hahn haben wir dann müssen aber im Herbst abgeben, weil das ist dann einfach nicht gegangen, gell? Den riesen Hahn und die Lautstärke und so, das hat nicht so funktioniert. Und dann haben wir uns im Frühjahr die ersten Zwerghühner auf so einen kleinen Markt gekauft. Ja. Das waren die Bella und die Beauty, das ist 5 Jahre her und die habe ich immer noch, die 2. Wow, und das waren so Mischlingshühner, glaube ich, gell? Ja, genau, das sind so Mischlingshühner, die haben nur 5 Euro gekostet. Und ja, das ist echt witzig, dass oft so die Rassemixe und die wo man am Anfang nicht so beachtet, dann immer so alt werden. Ja, und ganz witzig. Und dann im Sommer haben wir holländische Haubenhühner ausgefuttert. Und dann war das irgendwie so am Anfang Mai-Rasse. Ja. Und dann habe ich mir Zwergweihendotten gekauft, einmal auf einem anderen Markt. Und dann, wie die Zwerg auch die holländischen Haubenhühner richtig ausbrutet gehabt haben und mehrere gehabt haben, habe ich Robert Höck kennengelernt. Ja, ja. Und seitdem hat sich alles verändert in meinem Hühnergarten. Es sind immer noch mehr Hühner waren. Genau. Und es haben sich die Rassen auch sehr verändert jetzt. Doch, das stimmt. Also ich kann mich ja nur an deine Sulmtaler Zeit erinnern und an die Holländer Haubenzeit. Ja. Und jetzt hast du eigentlich eher so Seramele. Bauzeuge kriegst du jetzt auch, glaube ich, wieder. Ja, genau. Chabos hast. Die Zwergkämpfer, das waren auch so Liebe auf den zweiten Blick, muss man ja sagen. Ja, gell? Eben. Hey, aber die haben da wirklich von den Bildern her immer nicht gefallen, kann ich mich erinnern. Und dann hast du sie einmal real gesehen in der Ausstellung und dann hat es wusch gemacht. Genau, und dann habe ich gleich eine mit und gleich die Liana mit. Aber es gibt so Rassen, oder? Die muss man erst einmal irgendwo sehen können. Ja. Wenn man denen den real kann man sieht. Kann man sich nicht vorstellen. Ja. Man sieht schön, die sind einfach so die ganze Zeit, gell? Du, und hast du mal schlechte Erfahrungen gemacht beim Hühnerkauf, außer dass man da jetzt einen Hahn umdreht hat? Zum Beispiel so wie manche jetzt im ersten Teil erzählt haben, Seuchen? Ich habe jetzt einfach dort auch schon auf die Märkte oft gesehen, dass die Hühner einfach richtig krank waren. Es war offensichtlich, dass da kranke Hühner auf dem Markt zum Verkauf gestanden sind. Wo man einfach echt aufpassen muss, von wem man sich die Tiere umdrehen lässt. Ja, echt, da muss man echt genau hinschauen, sind die gesund, gell? Weil, ja.
oder sie haben Federlinge, gell, oder man nimmt sich Milben mit. Ach, hin, du hast einmal eine Zwergkochin gehabt, wo die Federlinge monatelang nicht weggegangen sind. Der Robert hat die Zwergkochin in der Hand und sagt, boah, die Federlinge, und ich, na. Stimmt das, und derweil hat sie doch Federlinge gehabt. Ja, aber ich glaube, da hast du ewig umgetun bei der Meilinge. Ja, ja, leider. Ja, und du bist ja auch ein bisschen Wachtel-Expertin für mich. Wie war es denn so bei den Wachteln im Start? Ja, die ersten Wachteln, die ich gekauft habe, da muss ich sagen, da war der Züchter, das hat gepasst. Die waren jetzt auch nicht so billig. Da habe ich dann wirklich Hennen gekriegt und die waren auch total nette Wachteln. Die waren total zahm. Und der hat dann keine mehr gehabt. Und beim nächsten Züchter, ja, da habe ich halt auch, da hat man die Hähne angetrennt und so. Gell? Und ja, du hast den Kloakentest wahrscheinlich auch noch nicht gekannt. Den hat er so gemacht, dass ich es nicht ersägen habe. Nein. Das war ganz ein schlauer. Ah, ehrlich? Der hat einfach so tun, als hätte er drauf gedrückt. Ja, ja. Okay. Also beim Wachtelkauf muss man auch ganz schwierig. Mhm. Muss ich sagen, es ist bei uns in Tirol generell ganz schwierig, Wachteln zu bekommen, gell? Mhm. Es ist in Deutschland sicher viel einfacher. Ja, also Seladon haben wir ja jetzt in Oberösterreich, in Gabriel Rauch im Hüllviertel. Ja, aber jetzt als Anfänger gleich mit Brüten anfangen, nein, gell, eben. Das ist auch so eine Sache. Ja, wie waren deine ersten Bruterfahrungen? Hast du auf Anhieb mit Kunstbrut Erfolg gehabt? Ja, volle. Also Wachteln ausbrüten ist, muss ich sagen, jetzt relativ einfach. Was waren die ersten Hühner, wo du ausbrütet hast? Ich glaube, die Holländer, oder? Ja, genau, mit der Glucke. Was ist das, wo du damals irgendwie einen Hahn und sieben Göckel oder sieben Hennen? Nein, das allererste Mal habe ich wirklich zwei Hennen gehabt. Gell? Da habe ich noch die Bonnie. Ja. Die ist auch schon seit 5 Jahren bei mir. Mhm. Und beim zweiten Mal habe ich echt einen Gickel und 5 Hennen gehabt. Es war eher ein Riesenglück, dass der Gockel dann gerade so schön war. Ja, und der so ein Glück habe ich nie wieder gehabt. Ja. Okay, also wenn man nicht gern Glück spürt, ist das Brüten auch nicht so toll für den Anfang. Nein, und wenn man nicht weiß, was man mit den Hähnen machen soll, gell, dann ist es wirklich oft. Ja, es ist meistens 50-50. Und auch noch eine ganz wichtige Sache, wenn man so Hühner hat, und jetzt in dem Ausmaß, was bei mir mittlerweile ist, man braucht da wirklich einen Rückhalt von der Familie und besonders von meinem Mann brauche ich ihn. Also er baut ja auch sehr viel immer, gell? Er baut mir sehr viel und er ist ja sehr verständnisvoll, muss ich auch sagen. Ja, und wenn du dann mal in der Arbeit mehr gefordert bist, oder, dann hat man auch eine Vertretung. Momentan noch ein bisschen mehr, muss ich mehr arbeiten und da hilft er mir dann wirklich. Also du empfiehlst es auch wirklich, wenn man da so für sich allein überlegt, Hühner anzuschaffen, dass man das nicht macht, dann besser, oder? Nein, ich brauche auch im Urlaub, schläft meine Mama dann bei uns herum und kümmert sich einfach um alles. Es muss einfach also, doch wer schauen. Ja. Wie viele Hühner hast du denn jetzt insgesamt, so grob, Pi mal Daumen? Nein, es sind ein bisschen über 40. Ach so, das geht schon. Geht ja, oder? Ja, das ist noch zwei Stellen. Das ist noch nicht einmal Massentierhaltung. Zwei Stellen und sie haben einen riesen Auslauf. Ja. Also, nein, bitte. Das ist super. Das ist fast nur das hühnergerecht. Nein, Schatz, ich werde selber filmen. Entschuldigung, Leute, ich muss die Verena ein bisschen ärgern. Nein, ich glaube, bei mir haben sie es wohl kaschiert. Ja. Und auf Instagram hast du jetzt dann die 10.000, das finde ich auch cool. Ja, muss ich mal die 9.000 schaffen. Hey. Ja, aber ja. Bis ich das ausstrahle, bis ich das send, bis ich wieder dazu komme, dieses Video zu schneiden, hast du vielleicht die 10.000. Ja, also Leute, schaut einfach einmal nach auf Verenas Instagram, ob sie mittlerweile die 10.000 hat. Dann war sie entweder sehr erfolgreich oder ich habe sehr lang trödelt. Ich glaube, das Influencer-Spezial war auch sehr spannend. Ihr findet alle Kanäle und Seiten verlinkt im Beschreibungstext. Und für den dritten Teil sind die Interviews auch schon im Kasten. Ich habe wieder mehr als 10 Leute interviewen können. Der dritte Teil kommt dann auch bald und wird nicht nur verschiedenste Menschenpersönlichkeiten, sondern auch wieder spannende und auch ausgefallene Hühnerrassen vorstellen. Dann vor 3,5-4 Jahren die Möglichkeit gekriegt, bei uns hinterm Gatter einen Streifen zu kriegen und habe dann ausgestallte Hybriden bekommen. So von rettetes Huhn. Die Kimane sind etwas leichter. Mhm. Gegensatz zu Garmonk ungefähr 2/3, oder? Die Hälfte. Sie ist auch eine der ältesten und sie ist sehr gemächlich. Wie alt ist sie? Das mag ich an ihr. Sie ist 7 Jahre alt. 7, also schon eine richtige. Eine alte Dame. Ja. Mit Bart, die bärtige Bertha. Die Econect Checker. Ja, also in die habe ich mich so ein bisschen schon verliebt so. Von der Farbgebung. Genau, von der Farbe und die Legeleistung ist halt sehr gut. Grundsätzlich habe ich mit 6 Jahren 2 Enten bekommen von meinem Vater. Ja. Habe dann durch Zufall eigentlich von einem Bekannten einmal Bruteier vom Hühner bekommen, eben von einer Araucaner.